Du Christkindler-Frage, kommst du heuer zu mir? Nur wenn du brav warst. Ich bin immer brav. Ich hab da was, WhatsApp TV. Ich hab da was, WhatsApp TV. Hallo und herzlich willkommen bei Ich hab da was, WhatsApp TV, Gusto auf Solenau. Heute befinde ich mich in Solenau am wunderschönen Weihnachtsmarkt bei mir der Bürgermeister Wöckl und der Organisator, der Herr Ofner. Grüßt euch. Stefan, kurz für unsere Zuseher, wie schaut es aus am Weihnachtsmarkt? Was gibt es da alles? Also da gibt es natürlich viele Leckereien, aber auch viel Kunsthandwerk, beziehungsweise gibt es das Christkindl, das auch schon fleißig unterwegs ist und unsere Kinder hier am Christkindlmarkt verwöhnt. Alles klar, danke schön. Herr Ofner, Sie als Organisator, wie schaut es aus, was haben Sie heute schon alles machen dürfen? Ja, den Punsch auffärben, die Hütten verzieren und so weiter, damit das alles läuft. Die Öfen sind angeheizt, damit es den Gästen nicht friert. Es sollte eigentlich alles passen. Was wird es heute für Attraktionen geben? Es gibt jetzt dann eine Vorführung von Hackbrett und ab 19 Uhr ist dann eine Birkenattraktion da, die da zwischen den Gästen und herumschwirren und halt ein bisschen Angst und Schrecken verbreiten. Liebe Zuseher, ihr habt das gehört, die Krampel kommen heute auch noch, aber ich habe eine gute Nachricht. Neben mir steht das Christkind, das ist natürlich heute auch da. Du Christkindler, Frage, kommst du heuer zu mir? Nur wenn du brav warst. Ich bin immer brav. Liebe Zuseher, in Kürze zeigen wir euch ein paar nette Bilder von der Veranstaltung heute. Ja, und ich sage Dankeschön für das Interview. Liebe Zuseher, bei mir der Gernot M. Becker aus Solenau. Grüß dich, Gernot. Hallo. Servus, grüß dich. Gernot, was macht ihr heute da am wunderschönen Weihnachtsmarkt? Wir haben wunderschönes Kinderbacken organisiert. Meine Mutter hilft brav mit, die tut das recht gern. Wir machen das auch immer mit den Schulkindern. Da haben wir den richtigen Bockstumm natürlich. Und jetzt haben wir gesagt, das machen wir es mal auf dem Adventmarkt. Gibt es sonst nirgends. Was macht ihr heute am Weihnachtsmarkt? Wir spielen heute mit unserem Hackbrett-Ensemble. Und zwar ist es Klangwelt-Saltarina-Ensemble. Und wir sind von Schönau an der Triesting, wo es auch die Klangwelt-Saltarina gibt. Was gefällt Ihnen ganz besonders gut an der Gemeinde Solenau? Mir vor allem die kulturellen Veranstaltungen. Was gibt es da zum Beispiel? Nein, wir haben jedes Monat eine Vorstellung um 95 Euro das ganze Jahr das Abo. Wirklich? Ja, das ist super. Was bedeutet Weihnachten für dich? Naja, Weihnachten ist was gemütliches Zusammensein. Und bei uns in Becken natürlich viel Stress, ist eh klar. Weil alle Kekse müssen bochen werden, das hilft ja nichts. Das ist, glaube ich, die Kinder haben einen Hunger, wie es ausschaut, gell? Ja, aber jetzt haben wir fleißige Helfer gekriegt, dann wird das schon was, das mal. Wunderbar. Ich glaube, was ist ein Hackbrett? Was ist ein Hackbrett? Das ist dieses Instrument, was Sie da sehen. Es ist aus Holz gemacht und hat ganz viele Seiten, die so parallel laufen. Und man spielt drauf mit zwei Schlägeln. Bin ich schon sehr gespannt. Ja. Was gefällt Ihnen besonders gut generell an der Gemeinde Solenau? Alles, die Leute sind irrsinnig nett. Sie ist wie eine Familie. Liebe Zuseher, ein wirklich toller Weihnachtsmarkt hier in Solenau. Die Leute sind voll motiviert, Weihnachten steht vor der Haustür. Einfach eine gute Stimmung. Und jetzt zum Schluss zeigen wir euch noch ein paar schöne Bilder und ich sage euch was, der Krampus kommt auch noch.